Jeden Grund zu feiern gab es im Mai. Bei ihrer Ausbauoffensive erneuerbare Energien haben die Stadtwerke München ihr erstes Ziel erreicht. Sie erzeugen so viel Ökostrom in eigenen Anlagen, wie alle Münchner Haushalte, U-Bahn und Tram verbrauchen. Stadtwerke München sind ein Leuchtturm, der nach ganz Deutschland ausstrahlt. Sie sind beispielgebend dafür, wie Kommunen selber anpacken können und mit einer Vielzahl aus Energiemix tatsächlich zeigen, dass Energiewende funktionieren kann. Verantwortungsvolle Politik braucht auch nachhaltige Energiepolitik. Deswegen ist man als Vater von mehreren Kindern und Enkeln stolz drauf und froh, dass es gelungen ist, hier im Bereich der Energiepolitik auch nachhaltige Zeichen zu setzen. Wir in München reden nicht nur über Energiewende, wir tun sie. Das ist eine ganz großartige Sache, denn das Etappenziel ist ja nicht irgendwie etwas um die Ecke zu erreichendes, sondern das ist wirklich weltweit signalgebend. Ich kann nur gratulieren und kann nur raten, weiterzumachen. Eins, go! Das gesamte Jahr war von erneuerbarer Energie geprägt. Unter anderem haben die SWM mit Projektpartnern 3 Windparks auf See in Betrieb genommen. Im Mai war es dann Tysk in der Nordsee. Im Juni folgte Gwynt y Môr in der irischen See vor der Küste von Wales. Schließlich im September Global Tech One rund 140 Kilometer vor Emden in der Nordsee. Und die Ausbauoffensive geht weiter, denn bis 2025 wollen die SWM so viel Ökostrom in eigenen Anlagen erzeugen, wie Münchner Haushalte und die Industrie verbrauchen, als erste Millionenstadt der Welt. Man muss natürlich noch sehr, sehr viele Projekte realisieren und das ist nichts, was man so einfach im Spazierengehen machen kann. Wir müssen Projekte identifizieren, die interessant sind, müssen sie gewinnen, müssen sie umsetzen. Das ist in jedem einzelnen Fall ein Kraftakt. Auch in München rührt sich was, in mehrfacher Hinsicht. Denn hier gehen die SWM der Energie im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund. Die SWM betreiben die Energiewende im Strombereich und auch bei der Wärme. Mit einer großen Seismic-Messkampagne untersuchen die SWM noch bis März den Münchner Untergrund, um Standorte für weitere Geothermieanlagen zu finden. Die SWM wollen München zur ersten Millionenstadt machen, in der die Fernwärme rein regenerativ erzeugt wird, hauptsächlich mit Erdwärme. Bereits gebohrt wird in Freiham. 90 Grad heißes Wasser aus gut 2500 Metern Tiefe wird ab der kommenden Heizsaison den Münchner Westen wärmen. Die Geothermieanlage ist die erste von 5 Anlagen, die die SWM in den kommenden Jahren errichten werden. Ziemlich hart. Baubeginn auch in Haidhausen und in Moosach. Hier entstehen 37 SWM-Werkswohnungen. Bis 2022 wollen die SWM insgesamt rund 500 Werkswohnungen neu bauen. Dafür werden sie mindestens 120 Millionen Euro investieren. Im Auftrag der Landeshauptstadt und mit Rückendeckung der Partner Mnet und München.de haben die Stadtwerke München MWLAN aufgebaut und ausgebaut. An inzwischen 22 Standorten im Stadtgebiet gibt es das kostenlose öffentliche WLAN-Angebot. Seit Dezember auch in einer verschlüsselten Version. Damit surft es sich noch komfortabler und sicherer. Ganz sicher ist eins. 2015 war ein großartiger Sommer. Von Juni bis Ende August war es schön und teilweise extrem heiß. Die Münchnerinnen und Münchner haben die Sonnentage gern in den Freibädern verbracht. Rund 1,25 Millionen Badegäste zählten die SWM in diesem Jahr. Zum Vorfreuen, die Freibadsaison 2016 startet wieder am 1. Mai.